Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Das Wochenende ist so einiges los im Schnee. Egal ob bei den grossen Skiweltcup in Frankreich und Deutschland oder bei der kleinen Velogimmel-Weltmeisterschaft in Grindelwald. Immer geht es darum, wer auf dem Schnee am meisten Geschwindigkeit rausholen kann. Grüezi und herzlich willkommen. Schnell im Schnee, das ist unser Thema heute. Wir haben für Sie Geschichten parat voller Leidenschaft, die zeigen, was die Chancen, aber auch was die Gefahren sind, wenn man im Schnee unterwegs ist. Kathi Lüthi-Brefin ist eine erfahrene Skitouren-Rennläuferin. Am liebsten nimmt sie den direkten Weg bergauf. Ein bisschen gemütlicher habe ich es mit dem Velogimmel genommen. Ich bin ihn in Grindelwald Probe gefahren. Und brenzlig geworden ist es für den Elias und den Roger Meier. Auf Eis und Schnee schleudert plötzlich ein Auto auf sie zu. Eine der schnellsten Wintersportarten, die es gibt, ist Skeleton. Mit über 130 Stundenkilometern einen Eiskanal abbrettern, das ist definitiv nicht jedermanns Sache. Der Felix Seibel liebt es. Vor 2 Jahren ist er deutscher Meister geworden. Skeleton. Ursprung der schnellen Sportart ist St. Moritz 1885. Der Name rührt daher, dass der Schlitten an ein stählernes Skelett erinnert. Januar 2020. Erster Trainingstag des Europacups in Igels bei Innsbruck. Felix Seibel wärmt sich auf und bereitet sich auf seine Läufe vor. Ein guter Start ist beim Skeleton entscheidend. Der Sprint, der ist schon sehr essentiell. Da geht es ja darum, mit wie viel km/h gehe ich in die Bahn rein. Und wenn man da vielleicht schon ein paar Hundertstel mehr auf der Tasche hat, dann ist es auch einfacher, die unten eine gute Zeit mitzubringen. Wir haben hier vorne einen Bolzen, also kann ich mit dem Sechskant hier runterdrehen oder hochdrehen. Dann wird die Kufe hier gebogen und dann hat man, je mehr man drauf biegt oder drauf schraubt, desto weniger Auflagefläche hat man. Das ist dann so ein bisschen individuell, da muss jeder so für sich rausfinden, wo da seine Grenzen sind. Und da muss man so ein bisschen das Mittelding finden zwischen Stand und ein bisschen mehr Glattfläche und dann guckt man eben, wie es am schnellsten für einen ist. Der Olympische Eiskanal in Innsbruck ist 1270 Meter lang und zählt zu den berühmtesten Bahnen der Welt. Es geht los. Die erste Trainingsfahrt. Es kommt vor allem darauf an, möglichst wenig zu lenken. Also es ist immer so ein schmaler Grat. Man muss gucken, dass man die Bahn natürlich perfekt fährt. Jede Lenkbewegung ist auch eine Bremswirkung. Und man muss auch versuchen, einfach ruhig liegen zu bleiben. Nicht so viel Angst zu haben, vielleicht auch von der Kurve. Ich verlagere meinen Schwerpunkt vor allem über die Schultern und über die Knie. Und auf Geraden, ein bisschen mit dem Kopf auch. Also ist alles so ein bisschen aus dem Körper raus. Felix Seibel wurde in Sibirien geboren. Als er 1 Jahr alt ist, ziehen seine Eltern nach Deutschland. Er ist in der 3. Klasse, als er sich erstmals auf einem Schlitten in den Eiskanal wagt. Ich habe damals angefangen, 2007 mit Rodeln, bin dann gewechselt auf den Skelettenschlitten, weil das Erste, was mir eingefallen ist, ist die freie Sicht, die man hat. Die Nähe zum Eis sind ja wirklich wenige Zentimeter. Und am Anfang war es wirklich ein Adrenalinrausch, jetzt mittlerweile nicht mehr, so nach der Routine, die man so hat. Aber das Streben nach einem perfekten Lauf, immer besser zu werden, gucken, wie weit man es selbst schaffen kann. Und das macht schon unheimlich viel Spaß. Bei 145 km/h erreicht man nur in Vancouver, da war ich leider noch nicht. Meine Heimbahn in Winterberg, da bin ich schon über 133 gefahren. Das Gefühl für die Geschwindigkeit hat man nicht. Es ist ungefähr wie beim Autofahren. Wenn man länger Autobahn fährt, dann merkt man eigentlich auch nur, wenn man zur Seite guckt. 2011 hat Seibel einen schweren Unfall. Im Sommertraining.
Da sind wir damals noch Sommerskeletten gefahren, muss man sich vorstellen, auf der Bahn, wie sie jetzt ist, nur ohne Eis, auf der Betonplatten, da wird man auch bis zu 100 km/h schnell. Da habe ich eine Kurve ganz falsch erwischt und bin dann bis an die Bretter hoch und da war ich auch schon, also war ich auch schon nicht mehr bei Bewusstsein und hatte ich eine schwere Schnittverletzung und musste eine 3 Wochen Reha machen. Aufhören war damals keine Option. Seibel bleibt dran und gewinnt 2018 mit 20 Jahren die Deutsche Meisterschaft der Herren. Es war recht überraschend damals, da ich bin mit vielleicht Ambitionen, eine Medaille zu gewinnen und dass ich dann ganz oben auf dem Treppchen gelandet bin, das war dann doch überraschend. Hat mich natürlich sehr gefreut, auch die Resonanz, die ich dann hatte. Und das war schon eine schöne Sache. Und jetzt geht es immer weiter. Man darf sich dann auch nicht zu sehr von Titeln in der Vergangenheit dann blenden lassen. Die anderen trainieren auch hart weiter und das muss ich auch machen. Mittagspause für die Athleten in Patsch bei Innsbruck. Felix Seibel stammt aus einem christlichen Elternhaus. Doch als Jugendlicher ist ihm seine Karriere im Sport wichtiger als der Glaube. Vor 2 Jahren findet er bei einem Wettkampf im Hotelzimmer eine Bibel des Internationalen Gideon-Bundes. Ich habe gemerkt, die Lektüre in der Bibel hat mich angesprochen. Auch ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe was gefunden, wonach ich... ich habe eigentlich nicht danach gesucht, aber ich habe was gefunden. Also ich komme aus einer christlichen Familie, aber den Glaubenszwang, wenn man das so sagen darf, gab es bei uns nie. Also ich wurde nie gezwungen, in die Kirche zu gehen, aber so einen richtigen Draht habe ich nie gefunden. Durch den Kontakt mit der Bibel wieder und auch zu den Gideons ist das dann wieder sehr groß geworden. Also was meinen Glauben betrifft, dass ich das auch bewusst lebe. Und seitdem ist das wieder eine feste Größe in meinem Leben auch. Ich lese bisher aus der Bibel eigentlich täglich. Man kommt immer so zur Ruhe, so ein bisschen, auch mal was zum Ausgleich zu machen, zum Sport, dass man ein bisschen das Auge vielleicht fürs ganz Große hat wieder. Und das, ich entspanne damit eigentlich und komme auch zur Ruhe. Auch Gebete gehören für Felix Seibel zum Sportleralltag. Es ist ganz ungezwungen, also nicht unbedingt als routinemäßig, würde ich sagen. Da hat man klar Stoßgebete mal vorm Start, wenn ich ein bisschen die Hosen voll habe, sage ich mal. Wenn man sich ein bisschen zu viel Druck gemacht hat, dann klar, schicke ich mal schnell ein Gebet nach oben, wenn man das so sagen kann. Und das hilft mir auch wieder ruhig zu werden. Olympiastadt Innsbruck, Landeszentrum für Sport. Der Trainingstag der deutschen Skeletonmannschaft wird mit Athletikeinheiten abgeschlossen. Als naheliegendes Ziel ist auf jeden Fall die Juniorenweltmeisterschaft. Die ist dieses Jahr in Winterberg, also für mich ein Heimspiel. Dafür muss ich mich noch qualifizieren, die nächsten 3-4 Rennen über den Europacup. Da natürlich eine schöne Sache, auch vor Heimkulisse dabei zu sein. Langfristig möchte ich mich auch im Weltcup anbieten, irgendwann und da auch zu den ganz großen Weltmeisterschaften und Olympia irgendwann zu kommen. Aber das ist noch ein stufenweiser Weg. Olympia ist immer schon ein Traum gewesen. Ich denke, es wird auch immer realistischer, je weiter man sich verbessert. Ich muss mir einfach noch mal ein bisschen mich jetzt weiterentwickeln, athletisch, vor allem am Start. Und dann denke ich schon, dass es durchaus realistisch ist. Beim Europacup-Rennen ist Felix Seibel übrigens Zweiter geworden und seit 2 Wochen ist er auch noch Junioren-Europameister. Wir gratulieren. Kopf voran einen Eiskanal herab, das wäre jetzt nicht unbedingt meins. Dann lieber bei schönem Wetter ein bisschen Piste runterkürfeln. In Grindelwald habe ich einen Schlitten gefunden, wo man ein bisschen gemütlicher unterwegs sein kann. Das hinter mir ist die berühmte Eiger Nordwand. Der imposante Blick gehört zu Grindelwald, genau wie die Jungfraubahn oder auch der Velogimmel, den ich hier habe. Ein Gefährt, das so nur in Grindelwald hergestellt wird. Ich bin jetzt in der Werkstatt der Holzkreation Schmied. Das ist weltweit die einzige Firma, die diesen Original Velogimmel heute noch herstellt. Grüezi, Herr Almer. Grüezi, Frau Baumer. Vielleicht zuerst gerade mal zum Namen. Also Velogimmel. Velo leuchtet mir irgendwie noch ein, aber Gimmel, was bedeutet das? So, Gimmel ist das Dialektwort hier in Grindelwald für Schlitten. Und daraus ergibt sich das Wort Veloschlitten.
Jetzt gibt es hier gerade einen neuen. Hin an der Wand hängt ein älteres Modell. Wie lange gibt es denn den schon? Also der Velogämmel ist erfunden worden 1911. Und der Christian Bielmann, der den erfunden hat, hat das Patent am 1. April angemeldet. Das war also kein April-Scherz. Und hat das dann zumal als einspuriger Lenksportschlitten patentieren lassen. Und für was hat man den ursprünglich gebraucht? Früher war es ein Arbeitsgerät. Also im Winter war der Pestler mit dem unterwegs, der Doktor, der Lehrer ist mit dem in die Schule. Der Erfinder, der Bielmann-Kriegel, hat zudem ihn noch gebraucht als Fortbewegungsmittel, weil er gehbehindert war und hat natürlich im Winter auch ein gäbiges Objekt oder Gefährt gebraucht, dass er vorwärts kommen konnte, weil ein Schlitten war für ihn nicht so praktisch. Und warum hat sich der nicht durchgesetzt, wie zum Beispiel ein Davoser Schlitten? Also zum Beispiel ich habe das Gefährt jetzt nicht gekannt vorher. Das hat vielleicht werbetechnische Gründe. Jetzt hier in Grindelwald ist er sehr verbreitet. Wird immer noch fleissig gebraucht, auf jeden Fall. Wird fleissig gebraucht. Wir haben im Schnitt im Jahr 50 bis 60 Velogämmelwaren, die wir verkaufen. Die gehen zum Teil auch außerhalb der Schweiz fort. Aber das sind natürlich durch Leute, die hier in den Ferien waren, die das gesehen haben. Also wir betreiben jetzt nicht Werbung bis ins Ausland für eine Velogämmel. Und was braucht es jetzt noch, dass der fertig wird? Es ist so, wir haben jetzt hier das fertige Gestell, das so am Lager ist. Ich muss jetzt noch den Sattel montieren, das Fußraster, die Lenkstange mit dem Lenker und die Kufen. Und dann wäre er dann einsatzbereit für die Testfahrt nachher. Also, dann schaue ich gerne ein bisschen zu. Gerne. Wie Sie sehen, ist mein Velogämmel in der Zwischenzeit fertig geworden. Ich bin jetzt hier auf der kleinen Scheidecke und werde das Gerät mal auf seine Fahrtauglichkeit prüfen. Mal schauen, ob ich das kann. Ist, glaube ich, ein bisschen wie Velofahren, einfach ohne Bremse. Kann heiter werden. Oho. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, einmal so ein Velogämmel zu fahren, dann verpassen Sie am Schluss unseren Wettbewerb nicht. Wir verlosen nämlich so ein Prachtexemplar. Skatti Lüthi Brefin ist Wintersportlerin mit Leib und Seele. Sie wohnt in Saanen und ist schon als kleines Mädchen immer auf den Ski gestanden. Später hat sie bei Skitourenrennen mitgemacht und es dort immer wieder aufs Podest geschafft. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn du losziehst und so am Geräusch nachhörst, das die Ski verursacht auf dem Schnee. Und es tönt jedem Schnee anders. Schön ist so, wenn ich alleine unterwegs bin, ist das einfach ein Moment, wo ich für mich alleine bin, wo ich meine Gedanken nachhängen kann. Ich tue auch viel beten in dieser Zeit. Und ja, ich kann meine Spur dort durchziehen, wo ich will. Wenn ich alleine unterwegs bin, gehe ich gerne zügig und direkt top sein. Das muss nicht unbedingt eine verrückte lange Tour sein.
wenn ich mich auspowern will. Das kann einfach eine kurze Tour sein. Gerade wie hier hoch, eine Stunde, anderthalb, zwei, das ist schon das, was gut tut. Diese Strecke eignet sich gut, um ohne Lawinengefahr eine Skitour zu machen. Die Tour hier ist eine einfache Tour, weil vom Gelände her ist die Topografie so, dass es nicht stotzig ist. Es ist unter 27 Grad. Es ist auch nicht eine lange Tour. Wer schnell im Schnee unterwegs sein will, muss gründlich planen. Wenn ich eine Skitour plane, dann ist das Lawinenbild auch sicher ganz wichtig. Ich muss wissen, wie die Tour, was sie für eine Steilheit aufweist, weil das ist sehr relevant für einen allfälligen Lawinenabgang oder eben nicht. Ich tue auch beachten, braucht es allenfalls Steigeisen dabei oder ein Gestell oder vielleicht sogar Seil. Und natürlich das Wetter. Blödes Wetter kann eine ganz einfache Tour sehr anspruchsvoll machen. Fell imprägniere ich mit einem Spray, dass der Schnee nicht bleibt kleben. Und dann habe ich mit Wachs Fell präpariert. Das ist gut für das Gleiten. Das Ski gleitet schön auf dem Schnee. Katie ist heute 50 Jahre alt. Schon mit 20 hat sie mit Freunden verrückte Touren im In- und Ausland gemacht. Touren habe ich 4000er in den Walliser Alpen gemacht. Mit einer Freundin bin ich viel unterwegs gewesen dort, auch in den Berner Alpen. Wir haben Überschreitungen gemacht. Der Lieskamm haben wir überschritten oder der Grand Combe. In ganz jungen Jahren war ich am Kindli, in Alaska. Das ist der höchste Berg von Nordamerika. Dort hat es mir nicht ganz auf den Gipfel gelangt. Ich musste kehren wegen Kälte und auch wegen starkem Kopfweh. Und wir sind zusammen in Himalaya auf Nepal. Dort haben wir den Island Peak bestiegen. Das ist ein 6000er. Von 1998 bis 2002 läuft Katie bei Skitourenrennen mit. Da haben wir gemerkt, dass wir noch gut sind. Wir waren schnell. Und wir haben den Fokus auf Patrouille des Glaciers gesetzt. Dadurch haben wir auch verschiedene Wettkämpfe sonst gemacht. Und als Evelyn Binsack mit ihrer Rennpartnerin auf dem ersten Platz ist und wir auf dem zweiten Platz, der gelustet das eben für mich. Das ist schon Motivation. Trotz der Podestplätze will Katy nicht alles auf eine Karte setzen und verzichtet auf eine Sportkarriere. Es hat ja dann schon eine Nationalmannschaft gegeben. Das war zwar alles erst am Entstehen gewesen, dann zumal. Und gleich, wahrscheinlich hat mein Alltag aus Trainieren und Wettkämpfen und Geld verdienen bestanden. Und anders hat auch kaum Platz gehabt. Und diesem Druck wollte ich nicht standhalten. Ich bin zu fest Freiheit liebend und gehe lieber auf Touren, wenn ich gerade Lust habe. Früher war meine Persönlichkeit nicht sehr stark. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich Touren aufweisen kann, die man kennt, mit ein bisschen berühmten Namen oder auch der Schwierigkeitsgrad eher ein bisschen höher war, habe ich gemerkt, wie ich meine Persönlichkeit mit dem aufbauen kann. Das Bergsteigen ist durch das meine Identität geworden. Ich habe mit dem geklammert. Und wenn eine Verletzung mich zurückgeschlagen hat, war das für mich Stress gewesen, weil ich habe vielleicht diverse Sachen verpasst oder ich habe eine Zeit lang nichts aufweisen können. Mittlerweile ist es so, dass ich auch mit Jesus in meinem Leben unterwegs bin. Und das Coole ist, es ist egal, was ich mache. Ob ich jetzt mit einer Verletzung lahmgelegt bin oder ob ich Berge besteige mit Namen, die man die ganze Welt kennt, das ist völlig egal. Ich bin geliebt bei Gott, wie ich bin. Und es reicht so, wie ich bin. Und ich muss nicht mit irgendwelchen Touren irgendjemandem etwas beweisen. Katie Lüthi-Brefin ist verheiratet und hat eine Tochter. Als sie mit 43 Jahren Mutter wird, freut sie sich sehr über diese Aufgabe. Für ihre sportlichen Aktivitäten bleibt weniger Zeit. Als Sophia auf die Welt kam, das hat ihm ganz klar zurückbremset. Weil das Kind hat auch seine Bedürfnisse, die muss man auch ernst nehmen und berücksichtigen. Ich hatte das Glück, dass mein Mann mich versteht in meinem Bewegungsdrang. Und so haben wir das auch immer geschaut zu machen, wie wir das einrichten können. Und wenn er frei hatte, konnte ich zwischen den Stillzeiten schnell auf eine Skitour oder irgendwo hochsäckeln. Und das war eine coole Sache.
Upsla. Ich finde, ein Hobby soll man auf keinen Fall zurückstecken, weil das ist eine Leidenschaft, die man gerne macht. Und dort tut man sich erholen, man kann sich wieder Batterien aufladen. Und mein Mann hat immer gesagt, geh noch ein bisschen, dann haben wir es dann wieder schön zusammen daheim. Es tut eigentlich allen zusammen gut. Die ganze Familie Lüthi macht gerne Sport. Schon als Sophia noch ein Baby war, waren sie zusammen unterwegs. Ich habe mit der Sophia schon gleich auf Sport machen, weil sie noch ein kleines Baby war. Also sobald das natürlich auch verantwortbar war von der Erschütterung oder so. Am Anfang natürlich im Tragtuch, bin ich viel mit dem Schneeschuh unterwegs gewesen oder zu Fuß halt auch. Dann, wo sie hocken konnte, habe sie auf einen Bob gesetzt und sie so mit den Schneeschuhen gezogen. Und dann sind wir zusammen gepöppelt. Wir haben dann auch sie mit auf Skitouren genommen. Ich habe sie einfach nachgezogen wie einen Skilift. Das Training ist immer intensiver geworden, natürlich, mit der Zunahme von ihrem Gewicht. Mittlerweile ist es so, dass sie selber laufen kann. Sie hat selber eine Skitourenbindung und kommt so mit uns auf Familienskitouren. Kathy kann sich nicht vorstellen, in der Stadt zu leben. Sie braucht die Möglichkeit, schnell raus in die Natur gehen zu können. Wenn ich zurückkomme von einer Tour, das ist natürlich ein Glücksgefühl, das ihm durchströmt. Auch körperlich fühle ich mich gut, ich konnte mich auspowern, meine Lunge durfte schnaufen. Es ist einfach eine pure Zufriedenheit. Es ist eine riesige Dankbarkeit einfach auch Gott gegenüber, dass ich so einen Körper darf haben darf, der sich überhaupt so bewegen kann, der das alles machen kann, dass ich hier darf wohnen darf, wo sich das eben alles vereinbaren lässt. Das ist alles ein riesiges Geschenk. Schnell im Schnee unterwegs sein, das kann auch gefährlich werden. Zum Beispiel, wenn man mit dem Auto auf eisigen Strassen ins Schleudern kommt. Die Elias und der Roger Meier haben so einen Schreckensmoment erlebt. Sie werden in einen Unfall verwickelt, ohne dass sie etwas dafür können. Konkrete Vorahnung habe ich jetzt nicht, dass irgendetwas passieren könnte. Weil ich fahre eigentlich noch gerne im Schneeauto. Und dann mache ich mir irgendwie nie negative Gedanken, dass jetzt irgendwie im Schnee etwas passieren könnte. Am 31. Oktober 2018 wird Elias wie immer von seinem Vater mit dem Auto zur Schule in Wetzikon gefahren. Das Einzige, was ich mir denke, dann hoffentlich kommt der Mathe-Test gut. Aber ja, ja, mehr habe ich mir eigentlich nicht dabei gedacht. Ich schaue schon im Schnee, wie hebt das Auto. Und manchmal mache ich noch so Testbremsungen, um zu schauen, wie ist der Schnee heute. Ist es eben rutschig oder ist es eher weniger rutschig, die ganze Situation? Elias und Roger fahren zur Brücke, die damals frühmorgens eisglatt war. Die Brücke, die ist weiss. Und wenn man sie kennt, dann weiss man, jetzt ist es gefroren. Ich bin also ein bisschen langsamer gefahren. Und dann haben wir gesehen, dass dort ein Auto kommt, relativ schnell. Und dann ist ja, eine Sekunde gegangen und dann hat es geklopft und gerumpelt. Du bist auch verschrocken, ich bin natürlich auch verschrocken. Ich habe noch den Kopf angeschlagen. Ja, ich bin noch mehr verschrocken, weil ich habe halt mega aufs Navi geschaut, weil ich habe etwas eingestellt, ich habe eine Musik eingestellt und dann plötzlich rumpelt es so und ich bin mega verschrocken und habe den Papa gefragt, ja, was ist jetzt da passiert? Das Auto hatte einen Totalschaden. Der Rückspiegel ist nur an einem Kabel gehangen und die A-Achse, die ist gerade gebrochen und ja, die Tür war nicht mehr aufbringbar. Circa da ist sie in uns reingefahren. Und wir sind nachher da hinten, sind wir dann zum Stehen gekommen, irgendwo da. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sie schon etwa 50 gefahren ist. Weißt du, nicht irgendwie schnell oder so, aber einfach schnell fürs Eis halt. Und dann ist sie einfach so seitwärts gerutscht. Und dann so seitwärts eigentlich in uns rein, wie ein Krach. Oder? Wir haben nachher auch so überlegt, was wäre, wenn ich noch irgendwie gebremst hätte. Oder? Dann hätte es vielleicht bei uns im Frontalen gegeben, weil es nicht so vorbei in die Seite nie wäre, sondern vielleicht so. Also, es ist irgendwie um eine halbe Sekunde gegangen. Niemand wird körperlich verletzt. Doch der Unfall beschäftigt Elias. Ja, der Elias hat leider dann müssen mit dem Bus in die Schule. Und wir haben dann nachher gedacht, die Konzentration war nicht so gäbig. Er hat noch eine Prüfung geschrieben. Und die ist dann nicht so gut rausgekommen. Leider.
Es war noch spannend, Elias hat gar nicht gross etwas gesagt über den Unfall und seine Ängste und alles, sondern einfach, die Mami, es hat ganz viele Engel gehabt heute Morgen, die Gott auf die Brücke geschickt hat. Wunsch. Danke, danke, Mami. Also, der Elias hat mir am Abend erzählt, dass er verrückt war auf diese Frau. Und dass er ziemlich verschrocken ist, wo der Unfall passiert ist. Nach dem Unfall habe ich immer wieder den Klopf gehört, wo das Auto in uns hineingefahren ist. So einen Tinnitus im Ohr hinein und habe immer wieder so im Minutentakt den Klopf gehört, so bam, und nachher ist wieder nach einer Minute wieder bam und so. Immer halt genau den Klopf und ja, das ist schon recht schwierig gewesen für mich. Ich bin wie halt einfach mega wie immer abgelenkt gewesen, auch von dem. Am Abend, es war auch sicher erschwert gewesen, zum Einschlafen überhaupt wegen dem. Aber wenn ich dann geschlafen habe, dann habe ich nicht mehr gehört. Ich habe auch recht viele Gedanken gemacht darüber, was nicht passieren könnte. Was wäre, wenn wir nicht dort gewesen wären. Was wäre, wenn gar niemand dort gewesen wäre. Und ja, und sie einfach alleine über das Geländer geschlittert wäre. Elias erinnert sich an den Text, den er am Abend vor dem Unfall in der Bibel mit seiner Mutter gelesen hat. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Eindrücklich ist es für mich so gewesen, dass Elias heimgekommen ist und gerade als erstes Mal den Zusammenhang gehabt mit dem Abend vorher, dass wir am Abend den Text gelesen haben miteinander. Und es ist nachher einfach gerade so Wahrheit geworden. Das war für mich sehr eindrücklich, das so zu erleben. Monatelang leidet Elias am störenden Geräusch im Ohr und an Ängsten beim Autofahren. Elias besucht die christliche Privatschule Salz. Dort spricht er schließlich sein Problem an. Irgendwann habe ich es dann halt gesagt, ich habe so einen Tinnitus. Nachher ist in der Schule für mich gebetet worden, für den Knall unter anderem. Der war gerade weg. Der war zack weg. Also, ich habe sich ein überlegt, so, wow, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das gerade so voll funktioniert. Gerade. Darum bin ich auch, keine Ahnung, die einen würde sagen, geflasht gewesen. Was auch noch war, ich bin immer ein bisschen verschrocken, wenn ein Auto schnell entgegengekommen ist oder wenn wir um eine Kurve gefahren sind, wo ich nicht rundherum gesehen habe, vor allem, als ich vorne gehockt bin. Ja, und das ist nachher auch weg gewesen, das habe ich nicht sofort gespürt. Aber nachher habe ich gemerkt, als ich wieder gefahren bin, es war wirklich weg und es ist beides jetzt bis heute nicht mehr gekommen. Ich habe schon geglaubt, dass es Wunder gibt, aber ich habe nicht gedacht, dass es einfach so gerade im Alltag passieren kann. Das Wochenende ist die Velogemmel-Weltmeisterschaft in Grindelwald. Wenn Sie selber gerne so einen Velogemmel möchten, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Einen gibt es bei uns heute zu gewinnen. Alles, was Sie wissen müssen, was macht Felix Seibel für eine Sportart? Schreiben Sie uns die richtige Antwort bis am nächsten Donnerstag. In einer Woche geht es beim Rudi Josuran um Mineralwasser. Wir kommen Einblick über in ein Schweizer Familienunternehmen. Und in zwei Wochen gibt es bei mir die spannungsglattene Kombi Wissenschaft und Glauben. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Auf Wiedersehen und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von aquadynamic. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. wasserbett.ch